Mohammed bin Hammam heißt der Mann, der die WM für sein Heimatland gekauft haben soll. 3,7 Millionen Euro Bestechungsgelder habe der ehemalige Vizepräsident des Weltfußballverbandes FIFA gezahlt, so ein Bericht der Sunday Times. Unmittelbar vor dem Votum für Katar als Austragungsort seien große Summen auf den Konten ranghoher Funktionäre eingegangen. Bin Hammam hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, die Ethikkommission der FIFA ermittelt. Aufklärung fordert auch das deutsche FIFA-Exekutivmitglied Theo Zwanziger. Die Sache drängt. Spätestens nach der WM in Brasilien erwartet die Öffentlichkeit Aufklärung, damit wir uns endlich von den vielen Spekulationen befreien können. Viel Druck für die FIFA. Präsident Sepp Blatter räumte vor kurzem schon ein, die Vergabe an Katar sei ein Fehler gewesen. Sollte sich der Verdacht der Korruption bestätigen, ist eine Neuvergabe der WM 2022 nicht unwahrscheinlich.